In diesem Video soll es um einen Wettkampfschuh aus der Schweiz gehen. Den neuen On Cloudboom Echo 3. Ein Marathon-Wettkampfschuh, so verspricht es zumindest On. Und hier auf dem Karton hinter mir schreiben sie, dass der Schuh eine Lifespan von 4 Marathons hat. Also eine Lebensdauer von 4 Marathons, knapp 170 Kilometer eben. Das kennen wir ja schon von anderen Carbon-Wettkampfschuhen, dass die Haltbarkeit nicht ganz so hoch ist. Das liegt einfach an diesem sehr weichen, sehr reaktiven Mittelsohlenschaum. Und ja, On geht halt sehr offen damit um, dass der Schuh nach eben 4 Marathon-Distanzen in etwa seine Reaktivität verliert, bestimmte Eigenschaften verliert, die ihn besonders machen. Und ja, es ist auf jeden Fall ganz cool, dass sie so offen damit umgehen, finde ich. Machen andere Hersteller nicht ganz so. Trotzdem ist es natürlich jetzt nicht besonders nachhaltig, dass der Schuh nur 4 Marathons hält. Immerhin, Obermaterial ist aus recyceltem Material. Die Mittelsohle ist zum Teil biobasiert. Der Schuh ist komplett recycelbar, sagt zumindest On. Und ja, trotzdem, der Schuh kostet 299 Euro. Ziemlich viel Geld für 4 Marathons. Aber lassen wir das alles mal außen vor und kommen zum Testeindruck. Also lohnt es sich, diesen Schuh zu kaufen, wenn ihr damit Marathons laufen wollt oder andere Straßenwettkämpfe. Ich habe es bereits erwähnt, 299 Euro soll dieser Schuh kosten. Ansonsten zu den technischen Daten. Die Mittelsohle ist unterm Rückfuß 37 mm hoch, unterm Vorfuß 28 mm hoch. Ergibt eine Sprengung von 9 mm. Das Gewicht bei den Männern ist 215 Gramm und bei den Frauen 188 Gramm. Also ein durchaus leichter Schuh, aber es gibt leichtere Carbon Wettkampfschuhe. Unseren Testeindruck fange ich erstmal beim Obermaterial an. Das ist ein sehr minimalistisches, sehr leichtes, sehr dünnes Obermaterial, sehr hochwertig verarbeitet. Wirklich, da gibt es nichts dran zu meckern. Es ist sehr luftdurchlässig, dennoch fest. Also wenn man einmal so im Schuh drin ist, wird man sicher gehalten. Die Schnürung ist so ein bisschen fummelig, weil es einfach sehr dünne Schnürsenkel sind, aber das kriegt man auch gut hin. Man merkt, dass On hier das Thema Leichtigkeit wichtig war und das gelingt ihnen auch in diesem Fall sehr gut. Bei der Passform muss man dann wieder darauf achten. Also man erkennt, dass es ein sehr schmaler Schuh tatsächlich. Wer schmale Füße hat, gar keine Probleme. Mittelbreite Füße passen auch noch rein. Wer breite Füße hat, wird gerade hier im Mittelfußbereich Probleme bekommen, weil der Schuh dann oder der Fuß dann einfach links und rechts ja, über die Mittelsohle drückt, was sich beim Laufen einfach nicht angenehm anfühlt. Also wir hatten Testerinnen und Tester mit schmalen Füßen, die meinten, Passform ist super, auch langstreckentauglich, sehr komfortabel, keine Probleme, keine Druckstellen. Wer breite Füße hat, fand schon das Hineinschlüpfen in den Schuh nicht wirklich cool. Beim Stichwort Hineinschlüpfen kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und der betrifft die Mittelsohle. Und da schreiben tatsächlich alle Testerinnen, alle unsere Tester, dass die Mittelsohle sich beim ersten Anziehen nicht so anfühlt wie erwartet. Also tatsächlich kennt man es ja von anderen Carbon-Wettkampfschuhen, dass man den Schuh anzieht und erstmal so in der Mittelsohle versinkt. Das ist beim On Cloudboom Echo 3 nicht der Fall. Obwohl hinten 37 mm Material unter dem Rückfuß stecken, ist das ein eher festeres Gefühl. Obwohl On jetzt wie alle anderen Hersteller von Carbon-Wettkampfschuhen auch auf Pebax als Mittelsohlenmaterial setzt, ist einfach hier eine andere Mischung. Also der Schuh ist nicht ganz so weich wie etwa Nike Vaporfly, Saucony, Endorphin, Elite. Und das spürt man dann halt auch einfach beim Laufen. Es ist nicht so ein sehr weiches, nicht so ein sehr reaktives, sondern ein eher festeres, direkteres Laufverhalten. Dennoch dämpft der Schuh. Also es ist jetzt nicht so, dass er total fest und hart ist, sondern es ist einfach ein im Vergleich festeres, direkteres Laufverhalten. Die Clouds, also diese Cloud-Tech-Technologie, diese Aussparung, für die On ja bekannt ist, die sind wirklich bei diesem Schuh eigentlich nur noch angedeutet, eigentlich nur noch optische Spielereien und diese optische Spielereien geben Einblick auf die Carbonplatte, die über die gesamte Länge des Schuhs in die Mittelsohle eingelassen ist und die den Schuh komplett versteift. Also hier kann man wirklich nicht viel bewegen bei diesem Schuh und das ist anders als noch beim Vorgänger, den habe ich hier. Der verfügte tatsächlich noch über die Clouds, ne? Also wirklich halt Aussparungen in der Mittelsohle und war komplett flexibel, obwohl eine Carbonplatte drinsteckt. Hier erkennt man auch, das Obermaterial ist tatsächlich sehr vergleichbar zu dem neuen On Cloudboom Echo 3, aber der Vorgänger war deutlich, deutlich flexibler.
Und das spürt man auch beim Laufen. Die Versteifung führt dazu, dass man etwas aggressiveres Laufverhalten hat. Gerade im Vorfußbereich, wo der Schuh sehr stark aufgebogen ist, spürt man, dass man sehr schnell in die Abdruckphase übergeht und auch über die gesamte Schuhlänge, über die gesamte Mittelsohlenlänge rollt man sehr gut ab. Also auch Rückfußläufer kommen mit dem Schuh tatsächlich klar, landen hinten, rollen über die gesamte Länge des Schuhs, des Fußes dann ab und werden gerade im Vorfußbereich dann in den Abdruck katapultiert. Das ist tatsächlich etwas, was man sehr gut wahrnimmt und sehr stark spürt. Der Schuh will nach vorne, der Schuh will Tempo und es ist auch tatsächlich so, je zügiger man läuft, desto eher funktioniert diese Art von Konstruktion. Also bei einem normalen Tempo, Dauerlauftempo fühlt sich der Schuh eigentlich schon ganz gut an. Wie gesagt, eher festeres Laufhalten, nicht unkomfortabel, aber nicht ganz so schwammig, bouncy wie andere Carbon-Wettkampfschuhe. Aber wenn man dann Tempo reinbringt, ein bisschen schneller läuft, dann spürt man wirklich halt den Effekt der Mittelsohle und auch den Effekt der Carbonplatte. Einen großen Vorteil hat das eher direkte Laufgefühl übrigens und das ist das Kurvenverhalten. Dadurch, dass die Mittelsohle, wie gesagt, nicht ganz so weich, nicht ganz so schwammig ist wie bei vielen anderen Carbon-Wettkampfschuhen, kann man mit diesem Schuh wirklich hervorragend durch enge Kurven jagen. Man hat eher das Gefühl, dass man flach am Boden steht, mehr Gefühl auch für den Boden hat, dass der Fuß sehr gut im Obermaterial gehalten wird, trägt dann auch noch dazu bei, dass man damit wirklich oben Kurven jagen kann. Damit wären wir dann auch schon beim Fazit. On vermarktet den Cloudboom Echo 3, ich habe es bereits gesagt, als Marathon-Wettkampfschuh und mit dem Schuh kann man auch hervorragend Marathons laufen, gar keine Frage. Trotzdem sehen wir den Einsatzzweck vor allen Dingen bei kürzeren Strecken auf der Straße. 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon. Für einen konkurrenzfähigen Marathon-Wettkampfschuh fehlt es ihm dann doch ein bisschen an dieser reaktiven, weichen, dämpfenden Mittelsohle, wie eben die Konkurrenzmodelle das bieten. Trotzdem kann es sein, dass das genau der richtige Schuh für einen ist, wenn man damit schnell laufen möchte. Letztlich kann man das nur im Labor herausfinden, wie viel besser, wie viel schneller macht einen dieser Schuh im Vergleich zu Konkurrenzmodellen. Das ist total individuell, müsste man tatsächlich mal testen, mit dem Schuh laufen, natürlich im Labor am allerbesten bei einer Leistungsdiagnostik, um dann herauszufinden, um wie viel Prozent verbessert oder verschlechtert dieser Schuh die Laufökonomie. Ich finde den Schuh allerdings tatsächlich total gelungen. Also mein persönliches Fazit ist, tolles Obermaterial, toller Komfort, angenehme Mittelsohle für höheres Tempo. Ich finde den Schuh tatsächlich auch ganz gut gelungen als Trainingsschuh für die Bahn. Allerdings ist da dann tatsächlich mit der angegebenen geringen Haltbarkeit, geht das natürlich ganz schön ins Geld. Also wenn man diesen Schuh dann auch noch im Training nutzt und da Kilometer mit reinbringt, naja, muss jeder selbst entscheiden letztlich. Der OnCloudBoom Echo 3 ist auf jeden Fall eine Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Ob er mit der Konkurrenz mithalten kann, wird sich jetzt auch bei den nächsten Rennen zeigen. Auf jeden Fall ein schneller Schuh, ein Schuh, der Spaß macht, das kann man glaube ich auch sagen. Und ein Konzept, was eben so ein bisschen anders ist als bei der Konkurrenz durch die nicht ganz so weiche, nicht ganz so dämpfende Mittelsohle.